und herzlich willkommen im Wald. Meine Frau hat gesagt, ich soll hierher gehen und soll hier einen Spaziergang machen und soll nach da gehen. Also gehe ich da jetzt mal hin. Oh, da hängt ja ein Sack. Na, wer hätte das vermutet? Ja, okay. Dann gucke ich jetzt erstmal, was in dem Sack drin ist. Und oh, der ist aber gut festgeknotet. Das weiß ich nicht, ob ich den abbekomme mit einer Hand. Oh. Ja, vielleicht ist der auch nicht so gut fest. Nein. So gut ist er dann doch nicht festgeknotet. Ja, ich suche mir ein schönes Plätzchen und gucke mal, was im Sack ist. So, dann gucken wir doch mal in den Sack. Die Strippe kenne ich irgendwo her. Hm, ob mir die wohl jemand geklaut hat? Ach so, ja, was meines ist ja auch ihrs. Da war ja was. Ja. Aber sie hat doch damit sicher nichts zu tun. Nein. Und ist auch gar nicht hier. Nein, nein, das ist bestimmt der Nikolaus, der das da aufgehängt hat. Oh, das sind Dinge. Moment. Also, es gibt Taschentücher, es gibt ein Messer, es gibt eine... Huch, was ist das denn für ein kleines lustiges Taschenlämpchen? Oder was ist, ist das ein Taschenlämpchen? Was ist denn das? Warum kenne ich das nicht? Ui. Schatz, warum besitzen wir sowas und ich kenne das nicht? Naja, ach so, meine Frau ist ja gar nicht da, richtig. Ich bin nicht da. Richtig. Oh, ein Brief. Oh, hm. Ach so. Ach so. Ja, Moment, das müssen wir uns jetzt mal genauer angucken. Was denn? Ja, ich versuche hier irgendwas zu erkennen, ob das in irgendwas eingerieben ist. Also so viel Übsheft habe ich auch gelesen, dass ich weiß, dass es Geheimtinte gibt, die man dann sichtbar machen kann, indem man sie übers Feuer hält. Ja, dankenswerterweise gibt es hier ein Feuerzeug und ein Teelicht. So, also ich habe jetzt hier ein Feuerzeug und eine Kerze und ein geheimnisvolles Blatt Papier. Dann mache ich mal ein Kerzchen an. Und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt aufpassen, dass ich das hier nicht verbrenne, weil... Ob der Nikolaus wohl weiß, dass ich sowas nicht kann und das dementsprechend lange dauern könnte. Was ist eigentlich, wenn es die falsche Seite ist? Kriege ich diesbezüglich eine göttliche Eingebung vom Nikolaus oder sowas? Vielleicht. Also da tut sich bisher noch nichts. Also ich weiß, dass es das gibt, ja, aber ich war ein trauriges Kind und habe das nie ausprobiert. Deswegen... Weil das ist ja Basteln, ja. Und Basteln hat man in der Schule gemacht, wenn man es machen musste. Oh, da wird ein brauner Fleck sichtbar. Also mal abgesehen von der einen Linie ist mir bisher noch kein Erfolg vergönnt. Ja, also ich bin jetzt fröhlich am Rumprobieren. Ich kann schon mal ein Wenn lesen. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Zu Ehrenrettung des Nikolaus. Das ging in geschlossenen Räumen bei höheren Temperaturen erheblich schneller. Ah. Jetzt bin ich schlauer. Also es ist lustig, wie das dann so punktuell wirklich dann auch schnell auftaucht. Uppala. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Nun ja, das Blatt brennt noch nicht. Alles gut. Ja, inzwischen ist hier so eine Gehilfin vom Nikolaus vorbeigekommen. Ich glaube, man nennt sie Elfe. Und seit die Elfe rausgefunden hat, wie das einigermaßen flott funktioniert, funktioniert das auch einigermaßen flott. Man muss es nämlich schräg halten und dann immer gucken, dass die Flamme schön durchscheint. Und wenn man versucht, mit mehreren Kerzen gleichzeitig zu arbeiten, haben wir jetzt auch ausprobiert, dann passiert das, was hier beim Erfolg zu sehen ist. Dann brennt es nämlich durch, weil man nicht drei Kerzen gleichzeitig kontrollieren kann. Aber jetzt kann man langsam erkennen, zumindest mal,
dass Aufgabe 1 in beschaffe Nahrung steht, 2 Beweise Wissen, als ob ich da Probleme hätte. Also hier, also, ne? Dann soll ich noch Hindernisse überwinden, oh Jesus. Und dann soll ich Suche und Finde machen. Das kann ich auch nicht. Ich suche zum Beispiel immer meine Schlüssel, meine Socken. Ja, lassen wir das. So, okay, also soweit bin ich jetzt zumindest mal gekommen, dass ich jetzt weiß, dass mir die Karte bzw. der Papier sagt, dass ich alle Aufgaben bestehen soll, um den Schatz zu finden. Und die erste Aufgabe habe ich insofern auch schon mal rausgefunden, dass ich Nahrung finden soll. Und da ich ja jetzt hier so einen Sack habe mit Dingen, hoffe ich, dass da irgendwas drin ist, was mir diesbezüglich weiterhilft. Also da unten, das ist ein Handtuch. Das ist schon mal gut, weil ein Handtuch ist bekanntlich das Nützlichste, was man auf eine interstellare Reise durch das Universum mitnehmen kann. Dann habe ich ein bisschen Strippe. Ich weiß gar nicht, war das die Schnurstrippe? Macht nichts, die behalte ich natürlich. Ich habe ein Messer, ich habe Zwirn und ich habe Reißnägel. Das ist aber gefährlich. Ich habe ein Päckchen Taschentücher und einen Kompass und eine Wäscheklammer und offensichtlich habe ich auch eine Zange. Ja, ich kann auch mit sowas nicht umgehen. Das kann ja heiter werden. Ein Gummiband. Ach du Kacke. Und eben eine Taschenlampe und einen Stift. Da noch was? Noch ein besseres Gummiband. Oh, und noch ein Gummiband. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich soll mit den Gummibändern irgendwas tun und Nahrung finden. Ja, keine Ahnung. Das ist im Grunde mal abgesehen von Holz, plus minus alles, inklusive sogar Zange, was ich bräuchte, um mir eine lächerlich schwache, aber vielleicht funktionierende Zwille zu bauen. Ja, Kompass kommt wahrscheinlich später noch, Taschenmesser, gut, das ist Werkzeug, ein Tempo brauche ich da jetzt auch nicht unbedingt, aber das werde ich nachher für Feuer machen noch interessant. Ja, dann gehe ich mir mal eine Astgabel suchen, glaube ich. So, das hier ist tatsächlich die beste Astgabel, die ich jetzt hier gerade so finden kann, beziehungsweise die sich noch in einem erstens mal halbwegs verwendbaren Zustand befindet, sprich nicht allzu morsch, und zweitens, die ich auch noch mit meinem Taschenmesser hier absägen kann. Drum würde ich die, glaube ich, einfach mal nehmen. Und da ich ja ohnehin nur ganz normale Haushaltsgummis habe, werde ich wahrscheinlich, ich weiß übrigens tatsächlich nicht genau, was ich hier machen soll. Aber da ich nur ganz normale Haushaltsgummis habe, geht es ja jetzt nicht darum, ein super stabiles Stück Holz zu haben, was irgendwelche unglaublichen Kräfte für eine ganz, ganz starke Zwille aushalten soll, sondern einfach irgendwas. Und da nehme ich jetzt wirklich mal den. Hier liegt jetzt mein Stock. Das ist jetzt doch nochmal ein bisschen ein anderer, als ich ursprünglich geplant hatte. Und was ich jetzt noch machen würde, wäre hier oben, da habe ich auch schon ein kleines bisschen angefangen, das da mal noch ein bisschen abrunden. Einfach so die Endstücke, damit ich dann da vielleicht aus einer Kombi von Schnur und Reißnägeln irgendwie schaffe, so weit ein Gummi dran festzumachen, dass ich zumindest eine kleine Spielzeugschleuderzwille habe. Das sollte dann eigentlich aber auch schon ausreichen für den geplanten Zweck. Weil ich kenne ja den Nikolaus, ne? Und der Nikolaus stellt ja eher so lustige, spaßige Aufgaben und jetzt weniger grabe Bärlauchknospen aus und fress ein paar Kakerlaken, wenn du welche finden kannst, und Kellerasseln. Also Nahrung beschaffen im Winter, tatsächlich ja nicht ganz einfach. Die genannten Dinge wäre jetzt so das Erste, was mir hier in der Region einfallen würde, was man da tatsächlich finden kann. Wenn man nicht noch zum See geht, der Entengrütze zum Beispiel auch noch zur Verfügung stellt. Aber ja, jetzt baue ich das hier einfach mal noch ein bisschen weiter und werde da nicht allzu viel die Kamera draufhalten, weil es ist eh peinlich. Stand an der Zwillenbaufront sieht so aus. Das hier ist jetzt die ganz billig Variante, ne? Gut, damit kann ich, glaube ich, auch irgendein kleines Objekt über wahrscheinlich eine sagenhafte Distanz von 1,50 Meter beschleunigen. Ich hatte ursprünglich geplant, das kann man hier hinten sehen, da sind sie etwas abgeflacht,
die Aststücke, dass ich mir da tatsächlich mit den Reißnägeln ein Gummi dran festmache und das dann da hinten drüber lege und dann hier nach hinten wegziehe sozusagen. Also ein Gummi durchschneide und gar nicht so wie hier. Aber so habe ich ein Doppelgummi. Und wenn mir das nicht reißt, dann habe ich da eigentlich ganz gut Schwung. Zumal mir jetzt irgendwie ein Gegenstand fehlt, wo ich eine Aufnahme von der Kugel bauen könnte. Ne? Also eine richtige Schleuder. Guckt euch gerne im Internet irgendeine richtige Schleuder an und nicht das hier. Da wäre es ja so, dass die nach hinten raus noch so ein kleines Täschchen hat. Also hier hängt ein Gummi, geht nach hinten zum Täschchen. Hier hängt ein Gummi, geht nach hinten zum Täschchen. Das Täschchen in der Mitte. Und in dieses Täschchen könnte man jetzt die Munition reintun, das nach hinten ziehen und flop. Ja, also so wäre es dann, wenn hier jemand tätig wäre, der basteln kann. Ich denke da noch mal kurz drüber nach und im Zweifelsfall besorge ich mir jetzt irgendwelche Munition und versuche das mal mit der, ich sag mal, vierjährigen Variante. Also ausgeführt von einem Vierjährigen. Schimpansen haben ungefähr, glaube ich, auch, oder waren es Orang-Utans, die sich intellektuell auf dem Niveau eines vierjährigen Kindes befinden? So, ihr dürft jetzt Zeuge werden meines ersten Testschutzes. Also, ich habe hier meine Zwille, ich habe mir hier ein kleines Holzprojektil gebaut. Aerodynamisch und ballistisch geformt, selbstverständlich. Und jetzt würde ich doch einfach mal nach da drüben. Ja, das war überhaupt nichts. Aber hier ist doch mein Projektil und tatsächlich, ich habe eine Distanz von 2 Metern mit einer Schleuder überwunden. Ich glaube, das entspricht heute meinen Antworten. Egal, aber das soll jetzt erstmal reichen. Ich baue mir noch ein paar Projektile und dann gehe ich mal auf die Suche nach Beute. Und auf magische Weise hat sich jetzt plötzlich hier eine Karte aufgetan, weil wir keine Lust haben, hier jetzt ewig in der Kälte zu hocken und da rumzubrutzeln. Was pirscht denn da? Oh, es versteckt sich. Erkennt ihr es schon? Ich glaube, das ist ein wildes Mann im Wald auf der Suche nach Nahrung. Ob es wohl schon was gewittert hat? Scheint nicht der Fall zu sein. Es pirscht weiter. Schatz, wir müssen hier dann noch ganz heroische Musik drunterlegen, damit das nicht ganz so lächerlich klingt. Ich denke an den Walkürenmarsch oder sowas. Ich glaube, es hat die Pirsch schon aufgegeben. Nein. Hast du denn überhaupt was gefunden, was du jagen kannst? Oh, da drüben ist eine Wildsau. Oh, tatsächlich. Ein wildes Schwein. So, also aktueller Stand. Ich habe mir hier jetzt solche Projektile gemacht. Ja, das sind im Grunde einfach Aststückchen an beiden Enden ein bisschen abgerundet in der Hoffnung, dass das einigermaßen fliegt. Und ich kann die recht gut verschießen, weil ich die halt oben und unten gut greifen kann und dann so zurückziehen. Ne? Jetzt hat mir jemand gesagt, um die Tiere auch zu erlegen, die ich jage, müssen sie von der Leine abgeschossen werden. Und spätestens seit ich das erfahren habe, habe ich mir zusätzlich noch eine primitive Jagdwaffe der Jungsteins Altsteinzeit, vermutlich sogar noch vom anderen Menschenarten besorgt, nämlich das Wurfholz ist so ziemlich die primitivste Jagdwaffe, die man damals so hatte, mal abgesehen von Steine schmeißen. Aber ja, es ist eine traditionelle Jagdwaffe von Australopithecus, Homo neanderthalensis und also all unsere Verwandten, die leider nicht mehr bei uns sein können, weil wir sie wahrscheinlich alle umgebracht haben. Also zumindest gibt es da so Leute, die der Meinung sind, das könnte sein. Gut. Zum Glück hängt das Schwein schon an der Leine, sonst wäre es inzwischen an der Nordsee. Hapü? Gut, dass du dich angeschlichen hast, Schatz. Gut, Schwein verfehlt. Naja, hätte ich jetzt getroffen, wäre das Schwein jetzt erlegt. So, ich habe noch 2 Projektile. Und sonst müssen wir zum Wurfholz wechseln. Oh nein, der Wind.
Ja, gut. Also ich stelle fest, meine Zwille hat immerhin eine Reichweite von sage und schreibe bestimmt 7 Metern. Nur leider ist sie nicht sehr zielgenau. Wir sagen jetzt nicht, dass bei einem Meter weit weg steht vom Schweinchen, ne? Ja, aber beinahe. Ja, dann gibt's nichts zu essen. Jetzt erlegt das Schwein. Ja, gut. Du hast gesagt, das ist ganz einfach, die von der Strippe abzubekommen. Guck mal, ob du was findest. Gut, ich geh mal suchen. Ah, oh, da liegt was. Ich habe Schinken gefunden. So, Munition habe ich keine mehr, aber... Ha! Sieg! Und was findest du? Eine Zwille und ein Sackbrötchen. Juhu! Weckle natürlich. Mhm. Sieg! Ich glaube, der Nikolaus wusste schon, dass es ein bisschen länger dauern könnte. So, also, laut Karte müsste ich jetzt eigentlich dann entsprechend an Punkt 2 angekommen sein und hier steht eine Eiche rum. Scheinbar soll ich wohl zu dieser Eiche, habe ich jetzt den Eindruck. Jedenfalls ist die ziemlich alt. Eiche, was soll ich jetzt machen? Die Eiche sagt ja nichts. Grüezi, wenn. Ich habe ein paar Fragen für dich. Und zwar sollst du ja hier dein Wissen testen. Ja, bitte. Es geht leider nicht um Waldwissen, da muss ich dich schon mal enttäuschen. Schön. Mein Lieber. Zwar möchte ich gerne wissen, was die Norweger so an ihren Weihnachtsfeiertagen in so manchen Stall des Landes stellen. Entweder eine Kanne, kriegst Auswahlmöglichkeiten. Ach so. Also sei unbesorgt. Okay. Entweder eine Kanne heiße Milch oder einen Teller mit Mandelkernen oder aber einen Topf Haferbrei. Also das mit der heißen Milch, das machen doch die Amis, nicht heiße Milch, aber ein Glas Milch stellen die doch unter einen Teller Kekse, stellen die doch, glaube ich, in ihren diversen Weihnachtsfilmen raus. Jetzt könnte ich mir vorstellen, was war das mit der Milch? Eine Kanne heiße Milch. Eine Kanne heiße Milch. Oder einen Teller Mandelkerne oder ein Topf Haferbrei. Die Mandeln mag der Weihnachts-, das Christkind in dem Fall wahrscheinlich auch. Ach komm, ich nehme einen Topf Haferbrei. Richtig. Oh. Zu Weihnachten stellen viele Einheimische in Norwegen einen Topf mit frischem Haferbrei für den dort wohnenden norwegischen Weihnachtsgnom, den Julenissen bereit. Den Julenissen, okay. Julenissen. Nach alter Tradition wollen die Menschen den Gnom friedlich stimmen, damit er im nächsten Jahr für gute Ernte und gesundes Vieh sorgt. Der Rest des Haferbreis wird dann in den Familien verspeist. Das ist gut. Das war die richtige Antwort, Ben. Juhu, wie viele muss ich denn richtig beantworten? Ja, so 5 von 5. Oh, toll. Nur kein Stress. Zweite Frage. In welchem Land versammelt sich die ganze Familie an Heiligabend um 15 Uhr vor dem Fernseher, um Donald Duck zu sehen? Och, du in Australien, aha, in Schweden, aha, oder in Kanada? Also in Schweden kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das jetzt Deutschland gewesen wäre, dann... Ach nee, das wäre ja Dinner for One, gucken wir ja an Silvester. Ach komm, das wird Australien sein. Oh, Kanada. Schweden. Schweden. Bei uns kommt sie in Weihnachten auf den Tisch, die Gans. In Schweden sorgt sie im Fernsehen für Unterhaltung. Pünktlich um 15 Uhr sitzen sie mit der ganzen Familie vor dem Fernseher, um eine Stunde lang Weihnachten mit Donald Duck zu verbringen. Erst danach beginnen die Feierlichkeiten. Na gut. Das war leider nix. Nächste Frage. Was zeichnet den finnischen Weihnachtsmann aus? Entweder er ist verheiratet, das stimmt, oder er trägt keinen weißen Bart, oder er wird von genau 3 Wichteln begleitet. Ich glaube, der ist verheiratet. Richtig! Ha. Ding, ding, ding. Also, der finnische Weihnachtsmann, der Joulupukki, erzählt den Kindern jedes Jahr, was für einen weiten Weg er von einem Berg in Ostlappland auf sich genommen hat, um zu ihnen zu kommen. Dort in Korvatunturi
wohnt er und ist verheiratet. Seine liebe Frau kümmert sich mit den Wichteln das ganze Jahr darum, die Geschenke für die Kinder anzufertigen. Das kenne ich. Also, dass sich die Frau um alles kümmert. Vierte Frage. In welchem Land gibt es nicht nur einen, sondern gleich 13 Weihnachtsmänner? Uff. In Island, aha, in Rumänien oder, aha, in Südafrika? Südafrika? Bäh. Oh. Leider nein. In Island. Ach du Scheiße. Okay. Island hat traditionell 13 Weihnachtsmänner. Die sogenannten Jólasveinar, zu Deutsch die Weihnachtsgesellen. Der Sage nach erscheint ab dem 12. Dezember jeden Tag einer der kleinen Kobolde und treibt sein Unwesen mit den Menschen. In alter Tradition bringen sie den Kindern heute an den 13 letzten Nächten vor Weihnachten ein kleines Geschenk. Ja, zwei richtige, zwei falsche. Wir kommen zur letzten Frage. Okay, jetzt geht's um die Wurst. In welchem Land wird an Weihnachten traditionell eine Münze in einen Kuchen aus Hefeteig eingebacken? Belgien, Griechenland oder Israel? Oh, ach nee, ihr macht das ja an Dreikönig. Die Schweiz macht ja einen Dreikönig, ja nicht eine Münze, aber einen König in irgend so ein Brötchen eingebacken. Und wer den König hat, der kriegt dann eine Krone und darf dann einen Tag lang der König sein oder irgendwie sowas. Ja. Wahlweise eine Kunststofffigur, eine weiße oder eine Mandel. Okay. Aber wer macht's zu Weihnachten? Ja, dann ist das bestimmt Belgien. Oh. Das sind die Griechen. Ach, die Griechen. Das hat man für ja die gleich. Griechen? Aber wo haben die Griechen denn Münzen her? Ja gut, ganz so pleite sind sie ja inzwischen nicht mehr. Politisch nicht korrekt? Nein. Nein. Also, für die Griechen ist der 1. Januar ein besonderer Tag in der Weihnachtszeit. Offenbar feiern die ein bisschen länger Weihnachten. Es ist der Namenstag des heiligen Vasilimus. Basilius. Kein Mus. Us. Basilius. Der bekannt war für seine Güte gegenüber den Armen. Zur Feier des Tages essen die Griechen einen Kuchen aus Hefeteig, den Vasilopita, in dem eine Münze versteckt ist. Wer sie findet, darf im folgenden Jahr mit Glück rechnen. Ui. So, Ben, ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr Wissen. Gehe nun weiter auf deiner Reise. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke, danke. Tschüss. Wasser. So. Jetzt bin ich hier in der Schlucht angekommen, wie man sieht. Das ist allerdings tatsächlich jetzt hier eine Löschschlucht, also kein alter Weg oder sowas, auch wenn das hier jetzt so ein bisschen so aussieht, als wäre es das. Sondern das war wahrscheinlich, soweit man das nachvollziehen kann, alles das Wasser, was hier diese Schlucht verursacht hat. Und dankenswerterweise sagt jetzt die Karte bzw. der Zettel mit den Aufgaben nicht, wo ich denn die Schlucht zu durchqueren habe. Deshalb habe ich mir jetzt eine einigermaßen gangbare Lösung gesucht. Man findet nämlich theoretisch in dieser Schlucht durchaus Bereiche, wo man nicht runtersteigen möchte und wo man auch nicht hochkraxeln will. Daher bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier ein bisschen eher im oberen Bereich, also noch nicht so tiefen der Schlucht, mich befinde. Aber durch muss ich trotzdem. Und dann bin ich mal gespannt, was es dann nachher als Belohnung gibt. Wir durchqueren die Schlucht. Ist er auch noch unscharf. So, Schlucht wäre passiert. Ich bin auch schon ein Stückchen weiter. Und jetzt müsste eigentlich hier irgendwo in der näheren Umgebung dann auch tatsächlich das Nikolaus-Paket
Säcklein, Geschenk, was auch immer, zu finden sein. Mal gucken. Ich hab was gefunden. Da bin ich ja glatt dran vorbeigelaufen. So, dann schauen wir doch mal. Ist das jetzt wieder so ein raffinierter Knoten wie eben? Nee, der ist irgendwie raffinierter. Da brauche ich zwei Hände. Super. Nee, doch nicht. Ha! Ich habe meinen Sack. Oh, toll, ein Zettel. Also. Ja, schön. Behalte den ersten Sack und übe etwas. Lieber Ben, viel Glück im nächsten Jahr. Nikolausi. Super, danke. Aha. Also irgendein Trostpreis wäre ja drin gewesen, meiner Meinung nach. Mhm. Gut, dann war's das jetzt echt? Mhm. Na, okay. Dann bis morgen. Macht's gut.